Moinsen, hier ist mal wieder der Aggressor für euch am Start und der Olsen, was geht ab? So, wir beiden werden jetzt hier erstmal eine Runde Überrena spielen. Ja, übermenschlich. Über scheiße wird das bestimmt. Überschlecht. Ich muss vielleicht übergeben. Der Sucker vom Dienst ist wieder am Start. Hä, wo denn? Ja, nein, war ich nicht. Aber oh, gar keine drin. Lustig. Oh, schade. Ja, gucken, ob wer kommen wird. Oh. Ja, bestimmt. Bestimmt. Meinst du? Ja. Ich wollte das letzte schon mal wieder zocken, aber kam irgendwie keiner rein. Nach 50 Minuten Warten habe ich es dann einfach aufgegeben. Ich glaube, die mögen dich nicht. Ich glaube auch. Oh, Frechheit. Ganz böse. Kippe, ne? Schöne Kippe angesteckt gerade. Ich doch nicht. Nee, du doch nicht. Du nicht rauch, hallo, Alter. Das würde ich doch nie tun. Ja. Liebe Kinder, nicht rauchen. Ich krieg jetzt auch schon Schmacht. Ich hab's, weil ich das Feuerzeug gehört habe. Feuerzeug, Geräusch, gleich Zigarette. Ich hab mir ein Teelicht angezündet, ich bitte dich. Ach, hast du ein Teelicht? Ist so dunkel bei dir, ne? Der Monitor. der schlägt auch gar keine Helligkeit ab, eigentlich, ne? Ich bin doch ein großer Fan von Dekoartikeln, deswegen ich hab ja, schon natürlich. Einen schönen Teelichthalter in Teddybärform habe ich. Achso, in Teddybärform. Ich hab den auch jetzt vom Teleshop, habe ich mir den bestellt, ne? Der sieht so geil aus. Da hab ich den auch her. Ach, echt? Mhm. Ist das auch so eine Elfe, die auf so einem Brunnen sitzt? Und diesen Brunnen kann man so Teelichter reinstellen, ne? So ähnlich. Voll der Knaller, ne? Nur, dass bei mir anstatt einer Elfe Winnie Pooh drauf ist. Achso, Winnie Pooh, achso, der sitzt auch drin. Und hast du auch in diesen Pott von Winnie Pooh auch Honig reingefüllt? Den habe ich schon aufgegessen. Ah, schon aufgegessen, ne? Hab ich schon rausgeschleckt. Rausgeschleckt den ganzen Honig, ne? Winnie Pooh den Honig klauen, ne? Das geht ja wohl gar nicht. Oh, da haben wir ein Opfer gefunden. Hallo. Hallo. Hallo, Nioix. Nioix. Nioix heißt er eigentlich. Das war wohl Nioix. Das war wohl nix. Das war wohl nix. Nioix. Ja. Ja, ich glaube, wir sollten hier einfach mal das Game wechseln. Ich denke auch. Ja, okay. Bye, bye, Hio. So, ciao. Oh. Arcade, okay, mir wieder. Ja, war egal. Spielen wir nochmal eine Runde Nexus Boss. Desert Zweck meine ich. Ja, ist gut. Ja. Und diesmal machen wir die Hintern auch platt. Ja, würde ich auch sagen. Was spiele ich denn mal? Ich werde mal. Oh. Ah, ich dachte, das geht schon wieder los. Was ist das denn hier? Jetzt bin ich in meinem Team. Ah, nee, ist alles in Ordnung. Alter, puh. Wow. Alter, nee, da gehen wir raus. Ey. Was passiert hier? Echt? Wie geht das? Nee, das geht gar nicht. Ja, komm, dann spielen wir gegen deine. Okay, gut. Dann mach ich platt. Mach's mich platt, ne? Mach ich dich platt. Ich verrate jetzt hier nicht, was ich gehe, Olli, ne? jetzt sagen wir einfach die ganze Zeit gar nichts mehr. Ja, wir reden nicht. Ich glaube, ich gehe mal und dann wollte ich eigentlich das und das noch bauen. Ich baue jetzt direkt Battlecruiser. Battlecruiser, ja, kann man mal machen, ne? Ja. Ja. Ich baue jetzt ohne Gas zu bauen und ohne abzudaten, baue ich jetzt direkt Battlecruiser. Okay. Oh, scheiße. Nein, ich baue jetzt. Was spielst du denn? Was? Eine von den drei Rassen, die man aussehen kann. Hallo? Nein, ich spiele natürlich Protoss. Ich spiele schon wieder Terran. Terranherr. 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 Ich finde es echt ein bisschen frech, ne? Dass wir jetzt nicht in einem Team sind. Das ist echt. Was hat der Typ da gemacht? Alter, Frechheit. Echt Frechheit. Direkt klatschen. Macht er da den Shuffle da? Shuffle-Style, ne, und so. Naja. Bin ich echt nicht in Ordnung. Naja, jetzt kann ich dir mal meine Klasse, mein Skill hier zeigen. Ja, auf jeden Fall. Dann wird das jetzt böse für mich ausgehen, würde ich sagen.
Ich denke auch. Du hörst du meine Sounds im Hintergrund? Nee. Das ist gut. Komm, du lügst doch. Ja, oh Mann, ey. Ah, meine Reapers, die machen schon die Kanone. Aber machen sie schon ein bisschen platt. Frechheit. Kaboom, Baby. Gib ihm. Kaboom, Baby. Na, da kommen meine Einheiten jetzt. Herüber. Ich sage natürlich noch nicht was. Ah, Frechheit. Optimal. Muss ich ja direkt Marine spawnen. Sind so geil. Ich liebe es. Ich liebe es. Wunderschön. Oh, haben die Drecksteile wieder keine Energie? Was soll das denn? Du kannst laufen. Mhm. Aha. Marodeure hat da Marines und Reaper. Ah, ich weiß, was du nicht hast. Ich sag nur, ich komme aus dem Schatten. Nö. Das wird doch veräppeln, oder? Oh, ähnlich. Kannst du doch jetzt nicht mit DTs ankommen. Ach, kann man doch mal machen, finde ich. Ja, dann muss ich dir direkt mal das Update machen. Wie ist Upgrade? Zu Tier 2. Ach so. Frechheit. Ach, wunderschön. Welcher Arsch baut da drüben DTs? Echt? Frechheit. Das kann ja nur so ein richtiger Arsch sein. Ein richtiges Arschloch. Oh. Arschgesicht. Arschgesicht, ja. Auf jeden Fall. Definitiv. Definitiv. Ein Arschgesicht. Ich glaube, es wird ein Arschloch. Hat das der Arzt gesagt? Ja. Bei dir? Ja, Diagnose Arschloch. Glaube ich auch. Das ist wunderschön, wie viel man da von Bauch bauen kann, ne? Von was? Von den Phönixen? Ja, echt, die kosten ja nichts. Schnäppchen. Ein kleiner Schnäppchenjäger, würde ich sagen. Ja, war. Mhm. Komm, knallt sie weg. Knallt den Obers hier noch weg. Ah, wunderschön. Guck, wie viele da jetzt schon wieder kommen. Zack, zack. Groben Unfug betreibst du hier. Jo, wie willst du denn? Ach, das ist wunderschön, ist das. Das ist herrlich. Die heben mir ein bisschen zu viel hoch, ehrlich gesagt. Tja. Kann man das nicht abstellen? Kann man auch abstellen, glaube ich, lass das machen. Jo, kann man auch machen. Auch. Lass das mal so. Ich mache jetzt erstmal ein Upgrade. Mhm. So. Ich verrate gar nichts mehr. Ich verrate auch nichts. Spiel's mir ganz klar zu unfair. Ja. Wunderschön. Ja, okay, ich geb's zu, ich habe ein Angriffs-Upgrade gemacht. Ha! Für Lufteinheiten, ne? So. Ist ja auch klar, was sonst. Er hat aber auch gute Stalker hier, ne? Jo. Aber ich heb ja alle hoch, daher ist das nicht so wild. Ah, nicht alle. So einige. Ich hab schon wieder die Schockmunition überhaupt nicht erforscht. Gut, dass ich so fehle, sonst wärst du hier schon tot. Das stimmt natürlich. Ja, guck mal, wie deine Phönixe weggehen, Junge. Jo. Gegen diese dreckigen, frechen Vikings. Du kannst sie auch ausschalten, dass die automatisch absenken, ne? Indem du auf den Viking klickst und mit rechten Maustaste auf dieses Bild klickst, was da immer so blinkt. Dann fahren die nicht mehr automatisch, senken sich dann nicht mehr ab und gehen in den Kampfmodus. Mhm.
Bam, da schlägt er eine dicke Mine ein. Wie frech ist das denn? Weißt du was, ich werde jetzt mal changen. Auf. Ah, ich könnte natürlich das machen, aber ich könnte natürlich auch das machen. Gehe ich jetzt auf oder gehe ich jetzt auf Das wäre schon geil, eigentlich. Aber die können ja nicht auf Luft schießen, das ist natürlich auch blöde. Ach, ich hole erstmal mein zweites Gas jetzt. Ganz geschillt. Kaken lebt ja immer noch. Frechheit. Du hast da so ein paar Phönixe, ne? Ja, ein paar nur. Hält sich noch in Grenzen. Gerade so. Ah, es geht schon gut ab. Auf jeden Fall. Braucht man auch nicht so großartige Upgrades für. Die sind doch einfach so geil. Ja, schön ist, es kommt halt nichts durch nach hinten, ne? Guck mal, da kommt jetzt nochmal schon wieder noch so eine Masse an. Es werden immer mehr, ey. Wie geil. Oh, er leckt's kurz. Alter Falter, ey. Ja, da kann ich mir auch nochmal das dritte Gas gönnen jetzt hier. Wunderschön. Oh, noch ein kleines Bonus hier dazu. 200 Mineralien. Ja, ist schön. Das Geile ist, dass die hinteren Einheiten wirklich dadurch nicht gekillt werden, ne? Wenn man sie mal hochhebt die ganze Zeit. Das ist richtig geil. Das ist ein extremer Vorteil. Oh, jetzt hat er ja. Oh. Schönen Trägerchen. Was stürmt er sich hier gerade selber weg? Ah ne, er hat ja so zwei Stürmchen. Er baut ja auch gar nichts, der andere, ne? Ah doch. Ein paar Stürme dazu. Ja, MP war eine gute Entscheidung. Mal schnell die jetzt weg sind, ey. Krass. Jo. Ja, auch wegen dem, wegen der planetaren Festung halt, die hat auch schon gut drauf geklatscht. Komm, ein kriegst du noch hin. Oh, wunderschön. Bam bam. Bam bam. Oh. Na, da kommen wieder viele Phönixe. Oh, Messe. Die stehen wirklich aus wie der Phönix aus der Asche. Na, auf jeden Fall. Herrlich. Leider heben die wirklich alles hoch, ey. Kann nur keiner drauf schießen, das ist das Problem. Ja, muss ich nochmal ein bisschen das was vielleicht verändern. Vielleicht.
Na, 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 na. Da kommt er ja schon wieder richtig rüber. Das gefällt mir ja gar nicht. Mhm. Ist ja geradezu eine Frechheit. Massive Stürme hier. Ja, übelst. Oh, die Träger sind aber auch toppy. Mass Tanks. Aber die Träger hauen gut rein. Guck sie das mal an. Ja, die Träger sind richtig geil. Deswegen baue ich jetzt auch noch Phasengleiter dazu. Die gehen nämlich auch ganz gut ab. Oh, da nochmal einen hin. Da auch noch einen hin. Da noch ein Phasengleiter. Da noch einen hin. Und da auch noch einen. Da auch noch einen. Natürlich nicht. Brauche ja schon 2000 Mineralien. Ich glaube, ich verkaufe gleich alle meine Phönixe. Ich glaube auch. Alter Falter, ey. Geht er nur noch auf Träger. Schön Träger. Aber das ist keine gute Idee, weil das Problem ist, wenn du da viele Tanks vorne hast und die Träger down sind. Naja. Dann schießen sie halt von einer Entfernung schon relativ schnell, also knallen sie auf jeden Fall die Festung weg. Mhm. Und gegen meine Phönix, wie du sehen kannst, sind die jetzt hier nicht so der Bringer mehr. Ne. Einfach zu viele. Jo. Ah, du changest aber auch langsam gut auf Lufteinheiten. Jo. Schon ganz gut aus, was du da betreibst. Ich bin stolz auf dich. Danke. Danke. Ah, knall sie denn noch weg hier? Jo. Ich glaube, ich verkaufe mein DT noch. Babbelerei doch. So. Oh, das dritte Gas ist, das vierte Gas ist gleich fertig. Kann man gleich bauen. Mhm. Ach, ich glaube, ich werde es sein lassen. 125 Sekunden zu warten, ist natürlich eine lange Zeit, ne? Ja. Alter, wie schnell die drauf gehen, ey. Unglaublich. Wir brauchen Anti-Air. Also, sorry, aber. Was will der von mir? Ich baue ja auch gar kein Anti-Air, also ich baue eigentlich durchgehende Bodeneinheiten. So muss das sein. Kann ich denn irgendwo die Yamato-Kanone entwickeln oder ist die schon kannst automatisch? Kannst du entwickeln. Ah, da. Schade, ich hab gedacht, ich kann ja noch einen hinklatschen. Alter, wie, die sind zu teuer, ey. So. Da kommt die Masse wieder. Mhm. Ah, ich glaube meine, aber diese ganzen Tanks, Alter, die hauen meine kleinen Links so weg, ey. Ich finde auch schön, dass du alle meine Space Marines so hoch hebst und ich deine schönen Phönix alle wegknallen kann. Ich kann das auch ausschalten, ne? So nebenbei. Ja. So, oh, habe ich jetzt. Ich hab's jetzt ausgeschaltet. Die rocken aber auch ganz gut weg, ey. Jo. Meine Vikings gehen ganz schön drauf. Ach, ich habe ganz vergessen, meine Schild-Upgrades auch zu machen. Deswegen gehen die so schnell down. Ja, genau. Jetzt tut er so. Mhm. Oh, jetzt hat er ein Mutterschiff. Mhm. Ah, überlebt das? Ein bisschen. Ja, gleich nicht mehr. Das erste, was sie sehen, ist das Mutterschiff. Das dauert keine 5 Sekunden. Das ist dauern. Ja. Und? Bye bye, Mutterschiff. Du hast auch echt gar keine Bodeneinheiten, ne? Nö, null. Kann ich mir schön deine Lufteinheiten wegziehen.
Sind wir auch schon gut. Sind wir auch schon gut Upgrades. Geht. Ja, geht es schon ganz gut, würde ich sagen. Na, 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 na. Na, 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 na. Ich mach grad das nächste Upgrade to Tier 3. Jetzt erst? Jo. Brauchte ich ja nicht. Oh, dass sie auch nie scannen, ey. Dass sie es einmal nicht checken. Das ist so geil. Och, Mutterschiff. Och, boah, ne. Brauch Scan, brauch, weil ich. Nee. Ist total überbewertet, so Scan. Ja. Ich brauch jetzt auch mal so ein Obsidian hier rein. Eins oder zwei. Weil. Gibt kein Platz für ein Obsidian oder was? Ah, doch da. Komm schon, einen brauche ich doch noch. Ich habe einfach keinen Platz für einen. Das ist echt unglaublich. Boah. Diese Stürme. Hier hauen richtig rein. Oh schön, jetzt kriege ich auch wieder Income. Ich habe jetzt mir nämlich schon das vierte Gas geholt. Hehe. Klopp ich dich weg, du Lümmel. Ich glaube auch. So, und jetzt hole ich mir richtig schöne Teile. Richtig, was richtig Schönes. Richtig schöne. Oder hole ich mir noch das nächste Gas. Das dauert einfach zu lange, ey, dieses Gas. Ach, ich hol's mir jetzt einfach scheiß drauf. Scheiß drauf. Oh, ich habe Level 6 erreicht. Juhu! Oh, ist echt, brauchst ja echt gute Einheiten, Olli. Danke. Sieht mir ganz gut für euch aus. Geht. Er hat auch immer noch keinen Raven gebaut. Raven ist einfach überbewertet anscheinend für ihn. Anscheinend. Oh ja, die Stimmen, die kloppen echt gut rein. Ach, wunderschön. Na komm, wieder die 1 Milliarde Phönixe. Tempest habe ich jetzt schon einen. Ach, Tempest hast du jetzt noch. Ja. Na, na, na. Jetzt sind die Stürme wieder. Meine ganzen Space Marines werden alle weggestürmert. Ihren Stürmen. Ganz schön stürmisch, ne? Ja, Sturm und Drang. Ich glaube, ich habe gleich auch so eine Sturm- und Drang-Phase. Ja. Ich glaube, wir verlieren das. Ich habe halt einfach Nubis bei mir im Team. Das ist absolut scheiße. Gut möglich. Gegen die geballte Kraft von Olsen hier. Gegen den geballten Skill. Ich brauch mal Minz. Gib mir mehr Minz. Das Problem habe ich auch. Unglaublich. Drei Tempest hast du schon. Ach nee, sind gar nicht alle von dir, ne? Oder? Nee. Nee, einer nicht. Zwei nicht. Nur zwei sogar nicht. Hab aber schon ein paar mehr als drei. Komm da jetzt. Frechheit. Kann ich nicht auch die Anfangsenergie von
irgendwie Battle Poison erhöhen? Kannst du auch. Ah, da, ja, hab schon. Irgendein komisches Amulett oder was? Nee, Quatsch. Das war was anderes. Hab schon gefunden. So. Aber ich finde, was er kann, kann ich auch schon lange, ne? Da packe ich mal so ein... Das Ding nervt mich, das muss ich umsetzen eigentlich. Dahin. Wunderschön. Ist wunderschön. Wunderschön, so. Schauen wir da mal rein. Die Gerechtigkeit wird weiten, Olli, ne? Ja, die Tempest gehen ab, ey. Ja, oh, die sind gut geil. Ah, das Mutterschiff ist echt gut von ihm, weil die es immer noch nicht gescheckt haben, dass man vielleicht auch mal dann so einen Raven braucht. Ist einfach nicht so. Ist denen einfach nicht so ganz klar, habe ich so das Gefühl. Diese Tempest, ey, die klatschen so von hinten drauf, ey. Ja, das ist geil, weil die auch immer. Die gehen ja nie down, ne? Wenn immer was hinterherkommt. Naja. Frechheit. Frechheit. Mhm. Ich habe noch nicht mal alle Angriffs-Upgrades, die kann ich eigentlich auch mal gleich durchführen. Nee, ich auch nicht. So, Angriffs-Upgrades habe ich jetzt alle. Es gibt nur noch Panzerung, einmal Schild-Upgrade. Oh, hol ich mir lieber erstmal Panzerung. Ja, ne? Na, ich glaube schon. Muss ja auch mal sein. Tja, er hat Mutterschiff, ich hab Mutterschiff. Beide Mutterschiff, ne? Ja. Also langsam fängt mein PC hier auch so richtig an zu. Bei der alten Schotenkiste, die ich hier habe, ey. Guck mal, er knallt noch nicht auf mein Mutterschiff. Ja. Frechheit. Jetzt auch. Was soll das hier werden? Das Game geht ja ewig. Oh, schon ein schönes Gamechen. Kann ich anders sagen. Ja, auf jeden Fall. Oh, er hat auch keine Upgrades. Geschrieben, dass er seine Units upgraden soll. Muss man auch mal machen. Nee. Ist gleich vorbei für uns. Ich hoffe es. Gegen die geballte Power meiner Space Marines. Ich brauche seit 5 Minuten nur noch Space Marines. Ja, weil er einfach hier mit seinen scheiß Trägern am Start ist, ey. Die Träger rocken, wa? Übelst. So, sind wir am Nessu dran? Fast, ne? Momentan sieht's ganz gut aus. Für uns. Jo. Das ist schön. Ja, habt ihr wirklich geschafft, ey. Unglaublich. Ja! Sieg, Ult. Ja, aber auch sowas von schlecht, die Typen da, ey. Das ist wirklich, ich denke, mein Skill war wirklich Ausschlag. Ich glaube auch, ausschlaggebend. Gebend. Ja, ich denke. Ah, ich guck mal, punktemäßig, wer hat am meisten gewohnt? Ja, Aggressor? Ja, der Aggressor natürlich. Ja, mit 333 hat am meisten gewohnt. Ja, guck mal meine beiden Teammates an. Ja, okay, die waren wirklich. Ich bin immerhin auf Platz 3, das ist schon gut auf jeden Fall. Ja, mir das Game auf jeden Fall auch war sehr schön, nur leider verloren. Meisten Punkte, aber man verliert natürlich, ne? Wären wir im Team gewesen, hätten wir gewonnen.
Ja, stimmt. Guck dir mal unsere Punkte an. Optimal, besser kannst du ja gar nicht laufen. Von solchen großartigen, stark auf Spielern, da kann man sich ja auch mal eine Scheibe abschneiden. Ja, auf jeden Fall, eine ganz dicke auf jeden Fall. Ja, schöne Schwarte, ne, von der Schwarte. Ich denke, da können einige Kinder ganz schön lange was sich von abschneiden. Ja, ich glaube auch. Ne? Unglaublich. Haben wir ordentlich was zu geben hier am Bauch. Wir haben doch immer was zu geben. Ja, natürlich. So, ganz, ganz viel Liebe auch. Ja, ganz viel. Ja, ich hoffe, es gefällt den Zuschauern hier, ne? Ja, ich bezweifle es, aber... Ja, ich fand's schon hot, sehr hot. Ne? Hot. Hotte Hü-Hotz. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Gresse und... Euer Olsen, mach's gut. Ciao. Ciao.